Es ist eine der berühmtesten Schlachten der Weltgeschichte. Ein Mann, der bis heute zu den größten Militärstrategen aller Zeiten zählt, kämpft gegen ein vereinigtes Europa. Napoleon Bonaparte, Kaiser von Frankreich. Sein Gegner, die britische und preußische Armee, angeführt von Feldmarschall Wellington. 250.000 Infanteristen, 100.000 berittene Soldaten und 900 Kanonen. An diesem Junitag im Jahr 1815 wird die Geschichte des Kontinents neu geschrieben, auf einem kleinen Schlachtfeld nahe dem Dörfchen Waterloo. Zwei gewaltige Armeen stehen am 18. Juni 1815 vor dem grausamen Höhepunkt einer tödlichen Schlacht. Die Truppen des französischen Diktators. Napoleon war einer der größten Feldherren und Strategen der Geschichte. Und die Kampfverbände des Herzogs von Wellington. Er war der geborene Führer für die alliierten Truppen gegen Napoleon. Im Kampf um die Macht über Europa bietet Napoleon eine gigantische Kavallerie auf. 12.000 Reiter sollen die britischen Linien durchbrechen. Eine besondere Gefechtsform der Fußtruppen. Sie bauten sich mit ihren Bajonetten im Quadrat auf. Doch kann diese Taktik jetzt noch helfen? Wellington suchte einen Ausweg. Seine Armee war am Ende. Diese Schlacht wird über das Schicksal Europas entscheiden. Können die Alliierten den Kontinent vor der Herrschaft Napoleons bewahren? 10 Jahre zuvor hat der französische Kaiser begonnen, sein Reich auszudehnen. Schlacht um Schlacht bringt er fast den gesamten Westen Europas unter seine Kontrolle. Nur die Eroberung Russlands schlägt fehl. Der mörderische Winter erweist sich als unbezwingbarer Gegner. 1814 können die Alliierten den Despoten stoppen. Sie stellen die französische Monarchie wieder her und schicken Napoleon ins Exil, auf die kleine Mittelmeerinsel Elba. Hier scheint die Welt vor ihm sicher. Ein fataler Irrtum. Im Februar 1815 entkommt Napoleon und ausgerechnet sein einstiger General Michel Ney wird mit einer Brigade ausgesandt, den Flüchtigen aufzuspüren. Sie sollen ihn verhaften oder töten. Da ist er! Dort drüben! Mit einer kleinen Schar Getreuer will der gestürzte Machthaber sein Reich zurückerobern. Soldaten! Legt an! Die loyalen Offiziere hatten ihn sogar ins Exil begleitet. Nein, mein Freund. Schießt du wirklich auf mich? Napoleon Bonaparte. Im Namen unseres Königs Ludwig des 18. Ihr untersteht nur mir, wenn ihr euren Herrscher tatsächlich töten wollt. Dann zögert nicht. Männer! Achtung! Ihr tötet mich nicht. Wir erobern den Kontinent zurück, der uns rechtmäßig gehört.
Soldaten. Hoch lebe unser Herrscher! Vorwärts! In ganz Frankreich schließen sich Militäreinheiten ihrem ehemaligen Herrscher an, den sie eigentlich festnehmen sollen. Napoleon war ein brillanter Soldat und Stratege und völlig skrupellos. In nur 3 Wochen zieht Napoleon die gesamte französische Armee auf seine Seite und kehrt nach Paris zurück. Erneut formen die wichtigsten europäischen Kräfte eine Allianz gegen seine Machtgier. Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland. Sie alle erklärten nicht etwa einem Staat den Krieg, nicht Frankreich, sondern einem einzelnen Mann, Napoleon. In Brüssel macht sich Arthur Wellesley bereit, dem Aggressor entgegenzutreten. Der Herzog von Wellington übernimmt das Kommando über die alliierte Armee. Ein Feldherr, den so einiges von seinem Widersacher unterscheidet. Wellington war ein selbstherrlicher Adliger, kein kumpelhafter Soldat. Er mochte diese Truppen aus der Unterklasse nicht und nannte sie Abschaum. Und er zweifelt an ihren Fähigkeiten. Eine schwache Armee, schlecht ausgerüstet, mit lausiger Moral. Aber er galt als sehr guter Taktiker und seine Männer respektierten ihn. Napoleon hingegen schätzt seine Soldaten sehr, was ihm große Loyalität sichert. Sterbende Männer riefen, hoch lebe der Kaiser, wenn er vorbeiritt. Am meisten aber unterscheidet sie ihre Strategie. Napoleon galt als der absolute Meister des Angriffs und traf diesmal auf den absoluten Meister der Verteidigung, Wellington. Den Briten stehen die preußischen Truppen des Deutschen Reiches zur Seite, unter dem Kommando des betagten Feldmarschalls Gebhard Leberecht von Blücher. Er war damals schon 72, ein alter Mann mit großer Leidenschaft für Frauen und Alkohol. Und am meisten liebte er es, Franzosen zu töten. Herr General, ein Brief. Ich habe keine Zeit für Papierkram. Aber, Herr General, er ist von Napoleon selbst. Er hat Friedensverhandlungen angeboten. Doch Blücher will mit dem Erzfeind nicht verhandeln. Unfug! Napoleon ist eine Bedrohung! Er hat uns beim letzten Mal besiegt und vielleicht siegt er wieder. Aber wir werden niemals aufgeben! Niemals! Ein Krieg ist das Letzte, was Napoleon will. Er ist nicht vorbereitet. Die Alliierten hatten ihm den Krieg erklärt, nicht etwa umgekehrt. Im Juni 1815 rüsten Wellington und Blücher ihre Truppen für die Schlacht. Die preußische Armee mit ihren 125.000 Mann befindet sich östlich von Brüssel. Wellington steht mit seinen 100.000 britischen und holländischen Soldaten an der belgischen Küste. Gemeinsam wollen sie nun nach Paris vorrücken und Napoleon in die Enge treiben. Er weiß, dass sich Wellingtons Armee und die Preußen rasch nähern. Er erkennt, dass die beste Verteidigung ein schneller Angriff ist. Napoleon beschließt, in die Offensive zu gehen, die belgische Grenze zu überschreiten und anzugreifen. Napoleon will Wellington und Blücher keine Zeit lassen, ihre Truppen zu vereinen. Er führt seine 130.000 Soldaten nach Norden, um die Alliierten einzeln zu attackieren. Am 16. Juni 1815 bezwingt er die preußischen Truppen. Seine erste Militäraktion seit dem Exil. Ein Sieg.
Mein General, die Preußen sind geschlagen und ziehen sich zurück. Gut, perfekt. Und nun nehmen wir uns die Briten vor. Napoleon glaubt, die Schlacht bereits halb gewonnen zu haben. Er sendet einen kleinen Teil seiner Armee aus, die flüchtenden Preußen zu verfolgen. Am Morgen des 18. Juni versammelt er die übrigen Truppenteile vor seinem provisorischen Hauptquartier in Belgien. Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Wellingtons Streitkräfte sind ihm zahlenmäßig deutlich unterlegen. Wer also soll seine Alleinherrschaft über Europa noch verhindern? Napoleon wähnt sich unbesiegbar. Der schnelle Militärerfolg gegen die Truppen des preußischen Feldmarschalls Blücher versetzt ihn in Euphorie. Nun rückt er gegen seinen britischen Widersacher vor. Wellington war ein Defensivgenie und studierte penibel die Karten. Wenn Napoleon angriff, welcher Ort wäre wohl am besten für eine Verteidigung geeignet? Wellington entscheidet sich schließlich für ein Gelände südlich einer kleinen Stadt namens Waterloo. Das Schlachtfeld von Waterloo war ein Tal, das sich weit von Westen nach Osten erstreckte. Im Norden standen die Alliierten und blickten der riesigen französischen Armee entgegen. Wellingtons Position für den Kampf gegen Napoleon lag hinter einer Anhöhe. So war er gegen feindliche Späher und direktes Artilleriefeuer geschützt. Sein Vorteil? Er hatte den Ort ausgesucht. Er kannte ihn und wusste, wie er zu verteidigen war. Wellington rechnet mit einem Angriff bei Tagesanbruch. Doch er täuscht sich. Er hat 30.000 Männer mehr als wir. Allesamt Veteranen. Außerdem freien Weg für Nachschub. Worauf wartet er? Es ist fast 10. Auf diesem Boden kommt unsere Artillerie kaum einen Schritt voran. Es hatte seit Tagen geregnet. Der Schlamm behinderte auch die Kavallerie. Ihre Pferde konnten die Kanonen nicht in Stellung bringen. Zur Verteidigung ein ideales Schlachtfeld. Napoleon hatte ein Problem. Der Franzose könnte warten, bis das Erdreich getrocknet ist. Doch was, wenn in der Zwischenzeit die preußischen Truppen zurückkehrten? Sollten wir nicht vielleicht doch, ich meine... Nur ich erteile die Order, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Bis dahin warten wir ab. Bis heute streiten Militärexperten über den Grund für Napoleons Zögern. Hielt ihn tatsächlich das unwegsame Gelände vom sofortigen Angriff ab? Napoleon war mit fortschreitendem Alter sicher auch etwas schwächer und träger geworden. Er hatte schon eine ganze Weile nicht mehr gekämpft. Manche behaupten, er hätte einfach seinen Biss verloren. Tatsächlich war der einst so mächtige Herrscher nicht mehr bei bester Gesundheit. Er hatte Hormonprobleme, Hämorrhoiden und Magenschmerzen, die nie genau untersucht worden waren. Er erbrach sich nächtelang. Daher ist fraglich, ob er damals ausreichend geschlafen hat. Erst 100 Jahre nach der Schlacht von Waterloo belegen Dokumente, Napoleon Bonaparte war ein schwerkranker Mann. Er hätte in ein Hospital gehört. Keinesfalls aber auf ein Schlachtfeld. Kurz vor Mittag übernimmt Marschall Ney das Kommando über die französische Armee.
Die Franzosen nehmen Hougoumont ins Visier. Eines von zwei Gebäuden vor der britischen Verteidigungslinie, in dem sich feindliche Truppen verschanzt haben. Die Gutshöfe Hougoumont und La Haye Sainte nehmen wichtige Schlüsselpositionen in Wellingtons Strategie ein. Scharfschützen sollen die Franzosen davon abhalten, ihren Gegner schlichtweg zu überrennen. Er betrachtete sie als eine Art Wellenbrecher. Die in Schüben eintreffenden französischen Truppen wurden von Hougoumont und La Haye Sainte gebremst. Die strategische Bedeutung der beiden Gehöfte bestand darin, dass sie die Franzosen daran hinderten, einfach über das offene Gelände vorzurücken. Sie spalteten die Masse der Angreifer in einzelne Teile, die von der Artillerie bekämpft werden konnten. Vier Infanterieregimenter rücken in Richtung Hougoumont vor. Wenn es ihnen gelingt, die Festung einzunehmen, wäre die linke britische Flanke ungeschützt und leicht zu attackieren. Doch dazu müssen sie die Coldstream-Garde überwinden, die älteste Eliteeinheit der britischen Armee. Der Angriff erfolgt um 11.30 Uhr. Die Franzosen! Die Franzosen! Die Franzosen! Die Franzosen! Die Franzosen! Zu den Waffen! Nach einem erbitterten Kampf können die Briten den Angriff abwehren. Nun müssen sie sich auf eine Belagerung vorbereiten. Well done, men. Die entscheidende Schlacht von Waterloo nimmt ihren Lauf. Doch wo bleiben die Truppen der Preußen? Ohne sie hat Wellington keine Chance gegen Napoleon. Was geht da vor? Die Schüsse! Es wird gekämpft, Exzellenz. Wo? Die Festung zur Linken. Ein erster Erfolg. Ich verstehe. Es hat begonnen. Wünschen Sie... Ja! Macht weiter! Genau so! Sie sollen unsere Kanonen spüren! Sofort! Hold that line, lads. Gegen Mittag eröffnet die französische Artillerie das Feuer auf die Briten. Haltet die Stellung! 80 Kanonen schleudern ihre 12 Pfund schweren Geschosse auf die britischen Linien. Doch Wellington untersagt seinen Männern, das Feuer zu erwidern. Er will seine Munition für die französische Infanterie und Kavallerie aufsparen. Eine große Gefahr ging von abprallenden Kugeln aus. Sogar nach dem dritten Aufschlag konnten sie noch ein Bein oder einen Knöchel brechen. Es wird ungemütlich. Ja, Sir. Wir werden sehen, wer länger durchhält. 20 Kilometer vom Schlachtfeld entfernt haben sich Blüchers Truppen nach der Niederlage vom Vortag wieder gesammelt. Und sie denken nicht an einen Rückzug in die preußische Heimat. Wir müssen Wellington finden. Seine Armee zählt auf uns. Hört doch. Hört ihr das? Das sind doch Kanonen! Die ersten französischen Salven töten vermutlich mehr als 500 Briten. Doch plötzlich schweigen die Waffen der Franzosen.
Wellingtons Truppen sind von der Attacke geschwächt und Napoleon will die Situation für den nächsten Vorstoß nutzen. Wir greifen sie direkt in der Mitte an. Der Sieg ist uns sicher. Marsch! Geradewegs in die feindlichen Linien zu marschieren, mutet für heutige Verhältnisse grotesk an. Doch die Schusswaffentechnik jener Zeit war nur für den Nahkampf tauglich. Zu den damals gebräuchlichsten Waffen zählt die Muskete. Richtet der Soldat sie auf einen 100 Meter entfernten Feind, liegt die Chance eines Treffers bei 1 zu 30. Bei 50 Metern Distanz steigt die Trefferquote auf 30%. Napoleons Strategie, in der Mitte durchzubrechen, soll Wellingtons Streitmacht zerteilen und so verwundbarer machen. Er glaubte tatsächlich, ein massiver Angriff könnte ihren Widerstand bereits brechen. Er hatte zuvor nie selbst gegen die Briten gekämpft und unterschätzte offenbar ihre Entschlossenheit, die eigene Stellung zu verteidigen. Napoleon lässt die französische Infanterie in Kolonnenformation vorrücken. Jede von ihnen umfasst 150 Soldaten in 24 Reihen. Ein Block aus 3600 Mann. Allein die schiere Masse soll den Feind bereits einschüchtern. Die Briten bevorzugen eine andere Formation, eine scheinbar endlose Linie von Kämpfern in zwei oder sogar drei Reihen. Ihr größter Vorteil gegenüber anderen Formationen: alle Waffen konnten gleichzeitig feuern. In einer Kolonne können nur die beiden vorderen Reihen schießen. Die Formation einer Linie ermöglicht hingegen eine enorme Feuerkraft. Gegen 13.30 Uhr treffen die Briten auf Napoleons Kolonne. Normalerweise gewann er Schlachten durch Angriffe über die Flanken. Diesmal aber wollte er mit einem Schlag durch die Mitte brechen und die Gegner förmlich niederwalzen. Auf der Spitze des Hügelkamms beginnen die beiden Armeen ihren erbarmungslosen Kampf. Die überlegene Feuerkraft der Briten stoppt den französischen Angriff. Die richtigen Soldaten mit der richtigen Ausbildung und dem richtigen Kampfgeist konnten eine Kolonne bis zu dem Punkt schwächen, an dem sie wirkungslos wurde. Nun gehen die Briten zum Gegenangriff über. Mit Hilfe ihrer Kavallerie treiben sie Napoleons Armee hinter ihre Linien zurück. Wir haben es Bonaparte gezeigt, Sir. Sie glauben, es sei vorbei, Uxbridge? Ich sehe zwei zerstörte Reiterbrigaden, tausende tote Männer. Und? Wir stehen noch am gleichen Punkt wie heute Morgen. Die erste Konfrontation auf dem Schlachtfeld von Waterloo hat nur Opfer hervorgebracht, aber keine Entscheidung. Ihren Bericht bitte. Infanterie? Auf dem Rückzug. Was, auf dem Rückzug? Wieso? Ich bleibe dabei. Die Mitte ist der Schlüssel. Nur so können wir Wellington besiegen. Nur wenn wir in der Mitte durchbrechen. Und der Gutshof? Wir brauchen das Gebäude. Napoleon erkennt die strategische Bedeutung von La Haye Sainte. Nein, mein Kaiser. Dann holt es euch!
Um jeden Preis. Und ihr kehrt erst zurück, wenn ihr es erobert habt, klar? Doch Laes-Saint wird von einer Spezialeinheit geschützt. Eine Legion von Deutschen, die nach England flohen, als Napoleon 10 Jahre zuvor ihr Land besetzt. Wenn sie ihn nun besiegen, können sie in die Heimat zurückkehren. Nur von diesem großen Bauwerk aus lässt sich das Zentrum des Schlachtfelds kontrollieren. Gegen 3 Uhr nachmittags beordert Napoleon 2 Infanteriebrigaden zum Sturm auf den Gutshof. 2000 Männer gegen 450 Schützen, die das Anwesen verteidigen. Die deutsche Einheit ist in der Unterzahl, doch sie verfügt über gewaltige Feuerkraft. Denn die Soldaten haben keine Musketen, sondern Gewehre. Deren gezogener Lauf die Kugel dreht. Auf diese Weise erhöhen sich Reichweite und Präzision. Die 2000 Angreifer erreichen das Gehöft. Sie kommen! Die Franzosen! Die Franzosen kommen! Die Franzosen kommen! Mach schneller! Attaque! Attaque! Beinahe gelingt es Napoleons Soldaten, das Gebäude zu erstürmen. Doch die Bewacher können sie schließlich dank ihrer überlegenen Waffen abwehren. Nach weniger als einer Stunde treten die Franzosen den Rückzug an. Mehr als 400 ihrer Kameraden sind tot. Auch die Alliierten haben schwere Verluste erlitten. Doch sie konnten ihre Festung halten. Im Zentrum des Schlachtfeldes hat die französische Artillerie den Beschuss der britischen Linien wieder aufgenommen. Wellingtons Truppen haben in der Zwischenzeit hinter dem Hügelkamm Deckung gefunden. Ney glaubte, die Briten zögen sich zurück. Doch sie hatten nur Schutz hinter dem Hügel gesucht. Ney war überzeugt, wenn er die fliehenden Briten vernichtete, war ihm der Sieg sicher. Wenn der Feind die Flucht ergriff, setzte man damals die Kavallerie in Gang. Napoleons Stellvertreter lässt das Reiterheer zum Angriff formieren. Eine gewaltige Streitmacht aus 12.000 Kavalleristen soll die vermeintlich vertriebenen Briten verfolgen und ihnen den Rest geben. Doch knapp 200 Meter vor dem Hügel fallen plötzlich Schüsse. Britische Kanonen feuern Schrotladungen in die heranpreschende Reitermenge. Doch gegen das größte Kavallerieaufgebot der Geschichte hilft nur ein taktisches Manöver. Die Briten postieren ihre Infanterieeinheiten in quadratischer Formation. Eine Methode, die an diesem Tag ihre härteste Bewährungsprobe besteht. Die perfekte Verteidigung gegen eine Kavallerie? Reihen von Bajonetten, geformt wie geschlossene Hecken. Das Prinzip beruht auf einfacher Tierpsychologie. Kein Pferd würde je in eine Wand aufgerichteter Bajonette laufen. Into battle.
Mehrmals ruft Ney seine Kavallerie zurück, damit sich die Reiter zu einem erneuten Sturm sammeln können. In der Zwischenzeit lässt er immer wieder die Infanterieformationen der Briten mit Kanonensalven beschießen. Die Quadrate wurden zu wahren Todesfallen. Guter Gott. Wellingtons Männer können die Angreifer in die Flucht schlagen. Doch die erbitterten Kämpfe fordern abertausende Opfer. Auf beiden Seiten. Ich glaube, wir haben es geschafft, Sir. Nein, Uxbridge. Den nächsten Angriff überstehen wir nicht. Ich würde mir wünschen, es wird Nacht oder die Preußen kämen. Trotz des Rückschlags hält Napoleon einen Sieg noch für möglich. Er hatte in einigen Kämpfen knapp vor der Niederlage gestanden, aber das Blatt stets wenden können. Für ihn verspricht das Gut von La Haye Sainte die Schlüsselposition, um das Schlachtfeld kontrollieren zu können. Gegen 18 Uhr befiehlt er seiner Infanterie einen weiteren Angriff. Beim letzten Mal hatten die Bewacher mit ihren Schusswaffen eine Einnahme verhindern können, doch nun geht ihre Munition allmählich zur Neige. Wellington war die Bedeutung dieses Postens bewusst. Aber von seiner eigenen Position an der Front konnte er ihnen keinen Nachschub liefern. Wäre La Haye Sainte 2 oder 3 Stunden vorher gefallen, hätte er aufgeben müssen. Tatsächlich hat die Einheit der Alliierten diesmal keine Chance. 2000 Franzosen erstürmen das Anwesen. Sie wehrten sich bis zum frühen Abend. Dann mussten sie die Stellung aufgeben und versuchen, sich zu ihren anderen Truppen auf dem Hügel durchzukämpfen. Aber von 400 Männern schafften es nur 42. Einen ganzen Tag lang hatten sie die Festung verteidigt und damit Napoleons ungehinderten Sturm auf die britische Armee verzögern können. Jetzt aber haben die Franzosen freie Bahn und Wellingtons Frontlinie ist nun auch an den Flanken verwundbar. Ohne dieses Farmhaus Uxbridge sind wir verloren. Sendet Reiter aus zu diesem Blücher. Sagt ihm, bald ist es aus, wenn er nicht bald hier ist. Sehr bald. Am Abend ist in der Ferne eine ankommende Armee zu erkennen. Napoleon hält sie für seine Einheit, die die Preußen verfolgt hat. Wellington hofft, es ist Blücher mit seinen Truppen. Fest steht, diese Soldaten können die Schlacht von Waterloo entscheiden. Verzeihung. Ich suche den Herzog. Sie sind Preuße? Ja. Herr Blücher und seine Armee sind da. Die Preußen trafen genau im richtigen Moment ein, mit einer Masse an Soldaten. Genau das, was Wellington brauchte. Napoleon verschweigt seinen Soldaten die Wahrheit. Sag den Männern, dass unsere Truppen wieder da sind. Wie bitte? Sagt ihnen, sie seien zurück und kämen uns zur Hilfe. Aber Exzellenz, Ruhe, das sind... Ruhe, das weiß ich selber. Es ist wichtig, dass wir die Moral der Leute aufrechthalten. Und außerdem haben wir ja noch unsere Garde. Die alte Garde war die französische Eliteeinheit. Ihre Mitglieder hatten gemeinsam, dass sie allesamt erfahrene Veteranen waren. Jener Typ von Soldaten, die sich jedem Kampf stellten und nicht zurückwichen. Die niemals aufgaben. Napoleon glaubte, er habe noch eine Chance. Vielleicht war es ja nur ein preußisches Korps. Dann könnte er die Briten noch bezwingen. Wenn er schnell genug handelt,
kann Napoleon Wellingtons Armee möglicherweise bereits vernichten, bevor die Preußen eintreffen. Immerhin sind seine Truppen in der Überzahl und er hat die Garde. Napoleon lässt 4.500 seiner erfahrensten Soldaten antreten zum Frontalangriff auf die feindlichen Linien. Die Männer waren in 20 Jahren nicht einmal besiegt worden und sollten direkt das Zentrum der Briten treffen. Wellington plant einen Überraschungscoup. Er befiehlt einem Großteil seiner Truppen, sich hinter dem Hügel ins Gras zu legen und lässt die Kanonen mit doppelter Schrotmunition laden. Diese Geschosse waren mit vielen Kugeln gefüllt und für Nahziele gedacht, wie heutige Schrotgewehre. Als sich die alte Garde dem Hügel nähert, erwartet sie die britische Artillerie. Feuer! Aber die Angreifer weichen keinen Schritt zurück. Der Garde folgt eine fast 500 Meter breite Kolonne der französischen Infanterie. Als sie die auf dem Hügel aufgereihten Gegner erreicht, eröffnen beide Seiten das Feuer. In kürzester Zeit fällt die erste Reihe der Briten. Und Napoleon glaubt bereits an einen leichten Sieg. Doch Wellington hat noch einen Trumpf zu bieten, von dem der Franzose bislang nichts ahnt. Bisher ist das Gefecht genau so verlaufen, wie es der britische Feldherr geplant hat. Napoleons Truppen wähnen sich auf dem Hügel einer überschaubaren Zahl von Briten gegenüber. Doch Wellington hat die Franzosen in eine Falle gelockt. Auf Männer! Aus dem Gras erheben sich 1.400 britische Infanteristen. Mit einer solchen Täuschung hat der Feind nicht gerechnet. Die ersten Salven des verheerenden Überraschungsangriffs kosten bereits ein Fünftel der Franzosen das Leben. Im entscheidenden Moment gibt Wellington dann das Kommando, indem er seinen Hut zieht. Er lässt seine gesamte Armee zum Angriff übergehen. For King and Country. Einige von Napoleons Elitegardisten machen, was niemand für möglich hielt. Sie flüchten. Schnell verbreitete sich die Nachricht, die Garde ist auf dem Rückzug. Ein Großteil der Kameraden folgt ihnen. Innerhalb von Minuten ergreift Napoleons gesamte Armee die Flucht. Die Moral war gebrochen. Das war ihr Ende. Befehlt ihr, Exzellenz? Die Artillerie soll sofort das Feuer eröffnen. Aber unsere Truppen... Ich sagte sofort! Sofort! Um von seiner eigenen Flucht abzulenken, lässt Napoleon die Artillerie in Richtung des Feindes schießen, auch wenn sie ihre eigenen Kameraden auf dem Rückzug trifft. Eine schockierende Entscheidung von dem Mann, dem tausende französische Soldaten ihr Schicksal und Leben anvertraut hatten. Was nun, Exzellenz? Nach Paris. Oder wohin Gott uns führt.
Rund 9 Stunden hat es gedauert, bis die Alliierten den Diktator besiegten. Doch die Schlacht bei Waterloo fordert einen immens hohen Preis. Am Abend des 18. Juni 1815 sind 40.000 Soldaten verwundet oder gefallen. Und mit ihnen stirbt ein Kaiserreich. Wenn man als Feldherr eines aus der Schlacht von Waterloo lernt, dann das. Du musst deinen Feind kennen und ihn verstehen. Und kämpfe niemals, bevor du nicht wirklich bereit dazu bist. Nachdem die Monarchie wiederhergestellt ist, wird Marschall Michel Ney verhaftet, wegen Hochverrats verurteilt und exekutiert. Feldmarschall Blücher tritt in den Ruhestand und genießt seinen Sieg über den verhassten Franzosen. Er stirbt 4 Jahre später. Wellington wird einer der berühmtesten Männer des britischen Weltreichs und schließlich sogar Premierminister. Napoleon stellt sich selbst den Siegermächten und bittet um Asyl in England. Vergebens. Die Briten verbannen ihn auf ihre entlegenste Insel im Südatlantik, St. Helena. Hier verbringt er seine letzten Jahre als einsamer Herrscher ohne Reich. Gestrandet auf einem Felsen im weiten Nichts des Ozeans. Napoleon gewann mehr Schlachten als Alexander und Friedrich der Große, Hannibal und Caesar zusammen. Aber das Tragische ist, sein Name bleibt vor allem mit Waterloo verbunden. Es war die letzte große Schlacht um ganz Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Doch an diesem Abend ahnt noch niemand, wie bedeutend der Tag für die Entwicklung des Kontinents sein wird. Blücher und der Herzog von Wellington stoßen in jenem Bauernhaus an, das Napoleon zuvor beschlagnahmt hatte, das letzte Hauptquartier eines vernichteten Tyrannen. Auf den Sieg! 2 Männer, die vor mehr als 200 Jahren Weltgeschichte schrieben. Die Europa von der Herrschaft Napoleon Bonapartes befreiten. In einer Schlacht, die bis heute als Metapher für eine verheerende Niederlage gilt. Waterloo.